Das macht Spaß. Was ist das Motto für den Abend? Ja, überleben. Obwohl es eigentlich klar ist, dass sie uns zerfetzen, aber von dem her. Was ist deine Strategie? Immer aufstehen. So tun, als ob nichts war. Bis jetzt haben wir 7 Patienten stationär mit schweren Verletzungen, Knochenbrüche, Verrenkungen, Gehirnerschütterung. Und bis jetzt haben wir etwa an die 50 bis 55 ambulante Patienten mit Abschürfungen, Prellungen, diversen Blessuren, sodass wir im Endeffekt die Zahl von voriges Jahr erreichen werden. Das ist an die 65 bis 70 Verletzte. Habt ihr eigentlich keine Angst vor Verletzungen? Nein. Ja, nein. Das ist gleich einmal im Jahr und bis zum nächsten Jahr halt es dann schon wieder. Das geht schon. Was passiert? Mir? Ja. Oh, nein, geht schon. Ein bisschen auf den Schädel. Gehört dazu. Und bei den anderen? Ja, ein Kollege ist im Krankenhaus. Der hat eine Glocke da irgendwie hergekriegt. Ja. Was haltest du da davon? Ja. Passiert. Wer da reingeht, der weiß, dass ihm vielleicht passiert so. Was kannst du jetzt tun? Berichtet wird nur negativ, weil das ist in den Schlagzeilen einmal ganz hoch oben. Zu unterstellen, dass das alles absichtlich passiert. Also das muss ich sagen, das ist echt traurig. Und ich sage es jedes Jahr, ich rede davon mit jedem und aufpassen einfach. Und für mich und für unseren Verein ist einfach eine verletzungsfreie Veranstaltung eine gelungene Veranstaltung. Es ist halt so, das sind immer nur die Krampusse, die Bösen sein. Es gibt also bei den Zuschauern durchaus auch raufbereite Menschen, die es wirklich darauf anlegen, mit dem Krampus sich ein heißes Tänzchen zu liefern. Es ist ein super Brauchtum. Es ist für viele halt, ja, viele haben es halt nicht gern, aber das ist ein Thema und das sollen uns das lassen und die Verletzten was sein, das ist immer unabsichtlich und wenn ich schaue, 70% sind Krampus. Aber da wird alles und vor allem im Raum Lienz, da ist jetzt nicht nur Lienz, da ist Leis, auch die, wenn sagt, das wird alles da uns zugeschrieben. Und immer nur so cool. Ja. Das war besser. Wir haben alle ein Hirn im Kopf. Also wir wollen nicht irgendeine Aggressionen ausleben, sondern wir wollen den Brauchtum bestmöglichst in der heutigen Zeit umsetzen. Wir bieten auch Absperrungen. Also es kann bei uns auch jeder hinter einer Absperrung stehen. Das haben manche andere bis heute auch noch nicht. Und bei uns, wir bieten wirklich auch die Sicherheit und wirklich auch die Möglichkeit, den Brauchtum wirklich in Ruhe auch anzuschauen und da Freude an dem zu haben. Und der, wo einer steht, der muss einfach auch damit rechnen, dass er angegriffen wird. Aber das sind alles Leute, die geben teilweise selber Krampus, die wissen alle, was da passiert. Und das ist für die alles nichts Neues, genauso wie für uns nicht. Ich glaube, dass es vor 40 oder vor 50 Jahren wesentlich schlimmer zugegangen ist, als wie es heute zugeht. Das Brauchtum an sich ist ja nichts Schlechtes. Ich habe nichts gegen alte Bräuche. Nur sollten sie halt im Rahmen bleiben.